Ich glaube, Lena hat Pilze im Mund. Ich weiß es nicht gar nicht. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, zum Kinderarzt. Und ja, mal schauen, was sie sagen. Ich habe jetzt die Karte nochmal abgeholt zu Hause. Jetzt haben wir dahin, da ist jetzt keiner dran gegangen, aber wir müssen dahin. Die hat hier überall einen alten Ausschlag. Im Mund alles blutet und ja, wir haben jetzt, glaube ich, 9 Uhr. Mal schauen. Auch der Lina sind schon unten. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren beim Arzt und ja, scheiße. Lina hat Pilz im Mund. Habe ich mir schon gedacht. Aber, also man sollte es nicht mehr bekommen in dem Alter, aber anscheinend hat Lina das jetzt doch bekommen. Wir haben jetzt etwas verschrieben bekommen. Ich zeige euch das mal. Moment. Und zwar, oh Gott, wie meine Augen aussehen. Und zwar hat Lina einmal das hier bekommen. Mikoderm Mundgel. Das soll sie 2-mal am Tag benutzen. Und genau. Einmal das. Dann habe ich für Lina noch Traubenzucker mitgenommen, 2-mal. Also natürlich nicht allein für sie. Und ich habe für mich A bis Z Vitaltabletten geholt. Das sind 60 Tabletten. Nahrungsergänzungsmittel 1-mal täglich soll ich die nehmen. Ich merke, dass momentan fühle ich mich total schlapp und müde und ja. Ich hoffe, das bringt was. Genau. Lina, guck mal! Was darfst du sein? Genau, sie hat jetzt keine Schmerzen im Mund, aber das sieht total rot aus, voll. Also voll verblutet sieht das aus und ja. Sie hat das jetzt seit gestern Abend. Nee, seit gestern Mittag. Also gegen 11, 12 Uhr habe ich das gesehen. Und gestern hatten wir Feiertag hier in Köln, deswegen konnten wir dann natürlich nicht. Genau, wir konnten leider nicht zum Arzt gestern und ins Krankenhaus wollten wir jetzt auch nicht fahren, weil es gestern noch nicht so schlimm aussah. Beklaschke. Geht mal sehr koyanege. Geht chepatet. Aferin. Ja, ich habe meine Mutter gefragt, sie meinte, ich weiß nicht, sie war sich nicht sicher und dann habe ich halt weiße Pünktchen im Internet eingegeben und da kam direkt Pilz, also ja. Jetzt, ich wollte auch nichts Großartiges kochen, wie man sieht, mir geht es wirklich nicht gut. Wir waren jetzt beim Lidl und haben diese marinierten Hähnchen gekauft. Die hier. Und dazu gibt es dann einfach, das habe ich total lange nicht mehr gemacht, und zwar aus der Dose diese Erbsen mit Karotten. Und dazu gibt es dann noch einen Salat. Aber auf diese Erbsen mit Karotten kommt dann noch Hollandaise-Soße drauf. Geht's dir gut, mein Schatz? Okay. Ja, da ist nichts mehr drin. Ich habe die Tabletten rausgeholt an dem. Ne? Guck mal, ess das mal. Sonst schmilzt das. Ich zeig euch mal kurz Linas Mund. Ah, ja. Nein. Böle. Die ne Keutsch, ne? So sieht. Bekle. Geh wieder. Wieder, geh. Lass mich checken, geh. Oh, Lino. So, ihr Lieben, ich habe jetzt soweit alles vorbereitet. Also, ich habe jetzt den Öl hier reingegeben und die. Ach, sag doch schnell. Wie heißt es nochmal? Ja, die Hollandaise-Soße, genau. So. Oh Gott. Lina ist am Kochen. Ich habe jetzt ein paar Nudeln reingetan. In den. Ah, das ist roh. Nicht in den Mund nehmen. Bäh. Und zwar wollte ich euch meine neue Uhr zeigen. Von meinem Geschenke auf Instagram. Ich glaube, ich muss euch die einblenden, weil so kann ich es nicht genau zeigen. Und zwar sieht die Uhr so aus. Sieht so ein bisschen aus wie die Daniel Wellington Uhr, finde ich. Aber, oder? Ich finde schon. Die Uhr verlinke ich euch. Die Uhren sind total günstig. Es gibt auch Uhren für 12,90 oder 13,90 schon.
Also ich finde die Uhr sehr schön. Auders weiß ich jetzt nicht, wo die ist. Der hat die an, Auders hat auch eine bekommen. Oh, ich sehe aus, ey. Dann durfte ich mir für was aussuchen. Und zwar ist das das hier. Oh, das erkennt man jetzt gar nicht. Ich muss die anschließen. Moment, steht schon an. Und dazu habe ich auch einen Schlüsselanhänger bekommen mit der Schrift 58. Das ist jetzt, wisst ihr was? Das Kennzeichen. Das hat aber jetzt mein Bruder schon mitgenommen. So, und zwar ist das das hier. Und das will meine Mutter unbedingt für das Zimmer von meinem Bruder, also für Furkan, damit er das auf seinen Tisch stellen kann. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber ich muss das erstmal im Video zeigen. Genau. Ich verlinke die Instagram-Seite auch hier unten. Dann könnt ihr ja da mal reinschauen. Die haben total viele Sachen. Ich zeige euch das mal alles. Moment. Ach, ich muss es mal abmachen hier. Scheiße. So, haben die verschiedene Sachen. Ich habe es extra hier reingepackt, damit ich es auch nicht verliere. Zum einen verkaufen die T-Shirts. Die könnt ihr selber beschriften. Und mein Schlüsselanhänger sah so aus. Statt der 29 stand 58 und dann stand da Sivas. Ja, yeah. Dann gibt es hier Sticker fürs Auto. Dann kann man auch sowas hier machen, so ein Porträt aus Holz. Oder auch hier als mit so Licht kann man das auch machen lassen. Genau, ich finde, das, die haben voll schöne Sachen. Und ich habe mir halt dann so ein Bild ausgesucht. Genau. Die Seite heißt Hedir Passade. Ich werde aber nochmal. Das ist mich jetzt gar nicht. Die sind in Berlin. Also, wenn ihr aus Berlin kommt, dann könnt ihr auch dahin gehen. Admiralstraße 38 ist das. Genau. T-Shirts bedrucken lassen mit einem individuellen Motiv oder Schriftzug. Ein originelles Geschenk zu diversen Anlässen. Wir gravieren mit Lasertechnologie ihr Wunschfoto und ihren Wunschtext. Genau, ich verlinke euch die Seite auch unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Ja, das wollte ich euch zeigen. Und ich warte eigentlich nur noch auf Order, weil wenn ich jetzt koche, das kann man ja nur frisch essen, das Essen jetzt. Wenn ich jetzt koche, dann schmeckt das nicht, wenn ich das, das kann man halt nicht nochmal aufwärmen. Aber ich kann schon mal den Salat machen. Hier ein bisschen aufräumen. Ich muss übrigens eine Einkaufsliste schreiben. Mir hat jemand letztens geschrieben, warum ich denn meinen Einkauf zeige. Ich glaube, diejenige... Oh, scheiße. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, diejenige ist neu auf unserem Kanal. Unseren Einkauf zeige ich ja immer. Außer ihr wollt das natürlich nicht mehr sehen. Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare, ob ich meinen Einkauf jetzt zeigen soll oder nicht. Weil wenn ich den jetzt zeige und einige wollen den gar nicht sehen, dann würde ich jetzt auch nicht unnötig einen Vlog 5 bis 7 Minuten länger laufen lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen schreibt das unten rein. Und dann werde ich ab jetzt den Einkauf weiterhin filmen oder nicht filmen. Das ist jetzt euch überlassen. Und ja, ich räume mal hier ein bisschen auf. Und dann koche ich, wenn Auders da ist. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich sehe immer noch voll kaputt aus. Aber ich habe mich um Lina gekümmert. Wir haben ein bisschen gespielt mit ihrer Puppe. Kinderärztin haben wir gespielt. Und ja, morgen hat Audet frei. Da gehen wir ein bisschen einkaufen, shoppen. Da habe ich euch übrigens meinen Rock gezeigt. Nee, ne? Ich zeige euch den mal kurz. Ich habe den reserviert gehabt bei Pinky. Aber die haben das nicht reserviert. Und deswegen gab es nur noch die Größe 36. Die passt mir perfekt, aber mein Bauch. Deswegen, ich muss mal fragen, das sieht unwahrscheinlich aus, aber mein Bauch stört mich total. 36 passt auch perfekt, also wäre ich ein bisschen dicker. Also auch wenn es 1 mm ist, dann wird es nicht passen, weil das sieht auch nicht schön aus. Aber mit so einem dicken Pulli kann ich mir das voll gut vorstellen. Ich zeige euch mal kurz den Rock. Einige werden es wieder erkennen, weil ich mal auf Instagram nachgefragt hatte. Moment. So, da bin ich. Und zwar habe ich diesen Rock in einer türkischen Serie gesehen, bei Dolomai. Vielleicht kennt das einer von euch. Das ist dieser Rock. Und ich finde diesen Rock mit so einem, wie im Film, mit so einem roten Pulli oder einem rosanen Pulli. Das kann man voll kombinieren. Leute, der kostet eigentlich, hier ist jetzt kein Etikett dran, der hat eigentlich 36 Euro gekostet. Ich finde das Arschteuer für so einen Rock. Ich würde höchstens 20 ausgeben, aber der war jetzt runtergesetzt auf
17 Euro und plus nochmal 20%. Also ich habe irgendwas mit 13,60 Euro oder so bezahlt. Und das sieht so schön aus. Ja, ich überlege mir das nochmal. Wegen mein Bauch stört mich eigentlich am meisten. Mal schauen. Das heißt, einmal, du musst noch ein paar Kilos runter. Obwohl, ich habe momentan auch meine Dingens. Deswegen kann auch sein, man sagt ja mal, Frauen nehmen in dieser Zeit 3 Kilo zu, bla bla bla. Naja, mal schauen. Deswegen sehe ich auch so kaputt aus, ne? Aber ehrlich, seitdem ich diese Vitamintabletten genommen habe, ich fühle mich total fit. Obwohl, es sieht gar nicht so aus, ich weiß. Aber der hat es auch genommen. Und ja, ich werde es ab jetzt jeden Tag nehmen. Kostet auch nur 7,99 €. Da sind 60 Stück drin, also reicht es für 2 Monate. Klar, wenn das jetzt 2 Personen nehmen, wie Auden und ich, dann nur 1 Monat. Ja, mal schauen, was wir morgen alles kaufen. Ich wollte noch Schuhe kaufen. Also morgen wird so ein Shopping-Tag eigentlich. Nur Linas Mund. Ich spüre aber, bei mir brennt das hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt von diesen Sonnenblumenkernen ist oder ob das von Lina kommt. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, aber wer weiß, wer weiß. So, jetzt räume ich die Küche auf, lange Rede, kurzer Sinn. Und der Vlog geht dann morgen weiter, würde ich mal sagen. Genau. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich kann nicht so laut reden, weil Lina schläft. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, aber das ist am Duschen. Wir wollten heute ein paar Klamotten kaufen, habe ich euch ja erzählt. Und ja, Lina macht ihren Mittagsschlaf. Ich zeige euch das mal kurz. Bist du aufgewacht? Kulimel? Hat Mama dich geweckt? Hä? Hat Mama dich geweckt? Baba, bici bici yapıyor. Baba, bir şey gidelim mi? Ja? Okay, wir gehen mal zu Baba. So ihr Lieben, wir sind gerade bei Zara. Oh, der ist in seinem Shopping-Rausch. Hat voll viele Sachen geholt. Zu einem ich meine sexy Körper zeigen, bitte. Aha. Oh, die Scheiße. Also einmal diesen weißen Pulli, einmal diesen beige. Hey, wohin, Baba? Komm zurück. Hallo. Lina. Dann diese Jacke. Die Jacke sieht unnormal schön aus für 70 Euro. Darf ich jetzt deinen Körper zeigen? Das ist so Chico. Hey, Chico sometimes. Was? Glaub mir, wenn du das wächst, ne? Das wird hochgehen. Und dann wirst du dich aufregen. Was hochgehen? Du sagst doch immer, wenn du deine Arme hochhebst. Ja, soll ich M holen? Dann M sind zu groß. Aber dann wein nicht nach mir. Warte mal, okay. Sieht gut aus? Ja. Du hast jetzt aber keine Hose geholt, ne? 2 Oberteile und 2 Jogginghosen. Die Hose hole ich woanders. Also okay. Das nehme ich nicht. Danke. Nein? Gibt es dieses Weiße nicht in anderen Farben? Die Losch. Ja, und das Schwarz. Die Arbeit, weißt du? Das sieht gut aus. Meine Haare, ja. Aber das nehmen wir alles, ne? Hanna, mit Tanja auch Kasana, bitte, danke. So, jetzt könnt ihr bitte einmal raus. Ja. Ich? So, ihr Lieben, wir wollen jetzt einkaufen bei Zara. Ja. Wir haben sehr, 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 sehr viel gekauft. Die sind rappelvoll. Und ich mache aber ich drehe ein Haul dazu mit Arbeit. Ich werde ihn auch filmen. Und Lina hat ein Oberteil bekommen. Aber wir fahren jetzt in die Arkaden und gucken da weiter, weil es ist total windig hier in der Stadt. Und eine liebe Zuschauerin wird uns unbedingt treffen seit 2 Wochen. Wir treffen sie jetzt mit ihrer Mutter dort. Und sind jetzt auf dem Weg dahin. Genau. Lina. Lina ist total am Meckern. Unruhig. Nerven. Ja, wenn man mit Kindern einkaufen geht, ne?
warte, Anja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Warte, Anja. Willst du Babas Handy? Willst du mein Handy haben? Was willst du denn? Baba, du hast doch Mittagsschlaf gemacht. Warum bist du so heute, ja? Nein, andersrum. Ja, so. 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 Genau. Wir haben übrigens Handyhüllen bekommen. Die sehen unnormal schön aus. Ja, die haben mir unnormal gefallen. Meins ist das. Oh, das kann ich jetzt nicht zeigen. Was willst du? Die Handyhülle willst du? Und sie hat uns noch eine Überraschung reingepackt für mich. Das ist das hier. Das passt da nicht drauf, Anne. Das ist für mein Handy. Genau, das sind dann sozusagen zwei Herzen. Oh, das Herz hat Lina gerade. Und da steht dann, you complete me. Du und machst mich komplett, oder? Ja. Und sie hat noch Oreo-Kekse dazu gepackt, voll süß. Wir haben jetzt schon eine Packung gegessen. Genau. Nochmal Dankeschön an dich. Ich mache zusammen komplett. Ja, die Seite habt ihr jetzt gesehen, habe ich verlinkt. Und ja, danke nochmal. Wir haben uns sehr gefreut. Und die Hüllen sind sehr, sehr stabil. Also deine Hände können nicht rutschen, weil das so geriffelt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben kann. Aber hinten ist es total weich. Am besten zu Hause. Ja, ich zeige euch das mal zu Hause nochmal. Also auf jeden Fall besser als diese Handyhüllen, was die bei Weihnachtsmarkt so eine Hülle gekauft. Die haben das total schön gemacht, aber die ist nach einem Tag direkt kaputt gegangen, also 40 Euro in den Müll. Und das ist hier aus Plastik und das ist halt voll rutschfest. Deine Hände rutschen nicht. Auch wenn du schwitzen würdest, es wird nicht rutschen. Ja. Oder wenn man sich so legt und Handy auf die Gesicht. Genau. Boah, ich hasse das. Voll auf die Nase. Ja. So, wir sind jetzt auch hier in Deutz und ich freue mich schon auf den Haul. Wir haben echt schöne Sachen geholt. Oh, der hat sehr, sehr viel geholt dieses Mal. Aber er hat auch nichts gehabt, weil er alles in den Müll geschmissen hat. Also nee, du hast alles Hakan gegeben, ne? Hakan zieht jetzt alles an. Am meisten habe ich Müll weggeschmissen, am meisten Hakan. Ich habe ein paar Parfüm. Wir haben zwei Parfüms geholt bei Zara. Einmal für ihn, einmal für mich. Er hat mir die an der Kasse einfach mal so dahin geschmissen und meint, nimm das mit. Ich glaube, das ist ich kenne das, Millimeter. Ich hatte das schon mal. 200 Millimeter. 200 Millimeter für 12,95 Euro. Krass, ne? Aber ich hatte das damals. Für 10 Euro war das damals. Aber weniger. Ich schwöre, da war weniger. Genau. Wir werden einen Haul dazu drehen und ja. Jetzt gehen wir erstmal in die Arkaden. So, ihr Lieben, das ist jetzt unser Einkauf hier. Also, das gehört dazu. Übrigens waren wir noch bei DM, haben hier eine Zahnbürste geholt, Feuchttücher und hier sind noch ein paar Sachen. Und schaut mal, was Lina von unseren super lieben Zuschauern bekommen hat. Sie haben Lina das gekauft. Schön, ne? Anja, zeig mal, was das ist. Lern- und Musik-Laptop. Gefällt dir das? Ja? Jetzt hast du auch einen Laptop, ne? Wow! Das musst du so machen. So. Lina ohne Öl. Total schön, ne? Willst du mal Bettchen und die Mama küssen? Epade? Dankeschön. Schön, ne? Thought that we could work it out, but it's no use. I think I'm better off alone. Yeah, I'm feeling good without you. I don't want nothing to do with you. I tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want
guess that I wasn't enough this time. I tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. No, you hurt me bad. It's alright, it's okay. So, der Herr ist hier am Kochen. Und zwar gibt es einmal Fassolier und einmal das für mich. Was ist das? Ein auch, ich esse kein Fassolier. Hähnchen. Deutsche Kartoffeln. Mit Kartoffeln. Und dazu gibt es noch Reis. Na? Was? Wolltest du da unten auch gucken? Nein. Genau, heute hat der Herr gekocht. Weil ich nur drauf hatte und nicht du. Nein, Spaß, Leute. Mal so, mal so. Wisst ihr? Genau. Ja, morgen müssen wir einkaufen, weil wir haben nichts mehr. Nichts. Wir haben keine Tomaten, keine Gurken. Das war das Letzte, was wir heute gekocht haben. Also. Nein, natürlich nicht. Übertreiben. Nee, wir waren ja heute shoppen. Und danach hatten wir natürlich keine Lust mehr, einkaufen zu gehen. Ja, wir haben aber sehr, sehr schöne Sachen geholt. Echt. Aber wir brauchen noch. Ich brauche noch zwei, drei Oberteile, oder also noch zwei Hosen und ein paar Schuhe. Ein paar. Also ein paar. Paar. Ein paar heißt eins, also zwei. Ein paar kostet ein paar hundert. Wir haben heute welche gesehen für 100, der wollte die nicht haben. Warum wolltest du die nicht haben? Da kommt 20% drauf. 80 Euro. Ja, den Laden gibt es doch auch hier in Dingens, Arcade. Hat die 109 Euro gesagt oder 109? 109. 109,99 Euro. Ich habe 199,9. Ja, wir können ja morgen, müssen wir eh Arkaden. Also einkaufen, dann kannst du ihn angucken. Ja. Ja, wenn ihr Geld spart, könnt ihr auch schöne Sachen shoppen gehen, ne? Lina hat nichts bekommen, nur ein Oberteil, aber Lina hat auch genug. Ich habe ihr immer im Sale Sachen geholt und das reicht. So, Reis macht zu, Schatz. Oder? Okay. Keine Lust mehr. So, ich stelle euch mal hier irgendwo ab. Ja, an dem. Linas Mund ist schlimmer geworden übrigens. Die hat hier überall Rötungen. Und ja, sie benutzt die Salbe zwar, aber die Salbe bringt natürlich nicht direkt am ersten Tag was. Und deswegen, ja, wir müssen jetzt einfach abwarten. Ich hoffe, ich muss sie jetzt nicht mehr stillen. Gestern Abend habe ich sie 1, 2, 3, 4 Minuten lang gestillt und dann ist sie von selber eingeschlafen. Sie hat sich schon umgedreht, das tut sehr wahrscheinlich weh. Ja, ich hoffe, sie hört jetzt bald auf. Schatz, ich fange an mit dem Reis. Ja. Ich fange an mit dem Reis. Noch nicht? Okay. So, ich habe Durst. Übrigens, die liebe Bettel und die Mama haben Lina, als wir sie getroffen haben, das hier mitgebracht. Also sie wussten genau, dass Lina das mag. Und diese Chips vom Türken, von Kanada, haben sie auch mitgebracht. Total süß, dass sie so aufmerksam sind. Ich habe mich echt geschämt, als sie gesagt haben, komm, wir holen auch für Lina noch was bei Müller. Das ist so unangenehm, wisst ihr? Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Ich wollte es wirklich nicht, aber... Wenn die Türken sagen, das muss so sein, dann muss das so sein. Und wenn die, man hat ja vor älteren Leuten auch Respekt, ne? Und wenn die Mama sagt, das muss so sein, dann muss das so sein. Weil ihre Mutter sehe ich ja auch als Mutter. Also der Respekt ist ja immer da, egal wer oder wo oder was. Genau. Ja. Ich habe gerade meinen Schrank aussortiert. Und, mal schauen. Ich wollte die nächsten Tage. Ja, die läuft. Ja, die nächsten Tage werde ich auf jeden Fall den Paul drehen. Den müssen wir auch dann auch filmen, wenn er was wo wie anhat. Er hat wirklich sehr schöne Sachen geholt. Zwei Jogginghosen hat er geholt. Drei, vier Pullis.
eine Jacke. Er hat aber auch viel Geld ausgegeben, muss ich sagen. Aber er hat wirklich nichts mehr und er hat wieder ein paar Sachen entsorgt. Mindestens. Angel auch. Okay, schickst du jetzt eine Sprachnachricht, was wir alles brauchen, damit du nicht vergisst, ja? Tamam, dann ist es los, ja. So. Wallahi, glaub ich nicht, ich bin heute mit Familie, ja? Tamam, Bruder. Ciao. Lecker? So, Bruder. Fire Blue. Gestern war nicht so viel drin. Dann Whiteberry Chill, Granatapfel von Alfacher, Grapefruit, Eis. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down, so we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now.